Das hier ist Abby. Abby ist ein kleiner Pachycephalosaurus, der leider seit heute Nacht auf sich allein gestellt ist. Denn Abby hatte eigentlich nur noch ihre Mutter an ihrer Seite. Und die beiden waren heute Nacht dort trinken und dann wurde die Mama von einem Dinosaurus ins Wasser gezogen. Und jetzt muss Abby ganz allein überleben und neue Freunde und Familie finden, damit sie bessere Überlebenschancen hat. Und wir sollten jetzt auch direkt auf Futtersuche gehen, denn wir sind ultra hungrig. Was Abby auf jeden Fall daraus gelernt hat, ist, dass das Gewässer dort unten sehr, sehr gefährlich ist. Es wimmelt dort von Krokodilen, die nur darauf warten, dass kleine Pflanzenfresser dort trinken kommen. Wir schauen jetzt erstmal, was wir hier so finden. Ich gehe jetzt mal zu dem Blattsymbol. Ich weiß halt nicht, welche Diäten wir bei dem Pachy brauchen. Aber wir sind zum Glück relativ klein, gut getarnt und auch sehr, sehr flink und haben auch viel Ausdauer. Also wenn was kommt, können wir hoffentlich entkommen. Das Blatt müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ja, das müsste der Busch hier sein. So, das sollte erstmal reichen, denke ich. Ansonsten sollten wir uns um die Diäten kümmern, damit wir schnell heranwachsen. Das ist schon wieder ein fliegender Fisch. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben gar nicht viel Auswahl. Orange, Agave und Kokosnuss. Ich schnupper mal. Okay, in die Richtung gehen wir schon mal nicht. Wir hauen ab. Weil dort ist Kanu-Geschrei. Das möchte ich vermeiden. Oh, da oben ist was. Das könnte unser erster Freund werden, oder? Das ist ein Galli. Hi. Ich glaube, Mixpacking geht aber nicht, ne? Aber ich fühle mich gerade schon sicherer, weil ich nicht mehr alleine bin. Verfolg ihn. Ich will nicht alleine sein. Wo geht er hin? Oh, hier sind Knochen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, ich glaube, wir haben ihn verloren. Aber das Gras ist auch so hoch. Verliert man echt schnell andere Dinos. Aber das Gute ist, die verlieren uns halt genauso schnell, weil wir so winzig sind. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen wandern. Also hier scheint es nichts zu geben. Hier wird es gerochen und überall sind nur diese Blätter da oben. Also hier werden wir nicht glücklich werden. Ich denke, es ist auch besser, wenn wir irgendwie hier... ja, im Wald bleiben, da wo die Büsche ein bisschen höher sind. Einfach damit wir nicht so leicht gesehen werden. Aber wir sind schon echt süß. Und auch gar nicht so schlecht getarnt. Also wenn wir runtergehen, sind wir eigentlich ganz gut hier mit dem Laub so und dem braunen Körper getarnt. Aber es gibt hier weit und breit nichts anderes zu fressen. Ich höre halt die ganze Zeit in der Distanz Kanu-Geschrei und sowas. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, einmal den Fluss zu überqueren. Das ist halt jetzt risikoreich. Ich werde es auf jeden Fall im Dschungel machen. In der Hoffnung, dass ich vorher nicht gesehen werde. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist lange zu warten. Weil umso höher ist halt die Chance, dass die Krokodile einspotten. Und wenn ich es jetzt einfach direkt mache, ist es zwar gefährlich, aber ich glaube, die Chance ist höher, dass wir es schaffen, als wenn wir warten. Und los geht's. Oh Gott, Gott. Wir haben es geschafft. Oh, da sind andere Diäten. Das ist natürlich gut. Da renne ich mal hin.
Ich glaube, wenn wir die jetzt zweimal vollfüllen können hier. Das ist die Aloe Vera, glaube ich, ne? Das wäre sehr gut, weil dann haben wir maximales Wachstum. Ist halt hier gefährlich zu essen. Oh Gott. Was läuft denn da vorne? Das sind Stege und ein Kanu. Also wir scheinen auch schon gut zu wachsen. Jetzt auf jeden Fall noch besser, wenn das gleich unten aufleuchtet, das zweite Symbol. Genau. Jetzt haben wir nämlich die beste Diät. 30% besseres Wachstum. Das ist richtig gut. Und wir sind relativ satt. Ich werde mich nicht ganz satt fressen. Und jetzt werde ich halt versuchen, irgendwie auf diese Wiese zu kommen und Pflanzenfresser zu finden. Das wäre so mein Ziel. Das ist Abby, der kleine... Ja, egal. Ihr kennt die Geschichte. Och Mann, ey, so ein Mist. Aber ich spiele jetzt trotzdem hier weiter. Fangen wir halt nochmal neu an. Oh, hier gibt's Diäten. Das ist gut. Das wäre wieder wichtig, dass wir zumindest über Nacht dann schneller wachsen. Weil ich glaube nicht, dass wir in der Nacht eine Herde finden oder irgendwelche anderen Pflanzenfresser. Ach, das ist ein Palmenbaum. Da müssen wir, glaube ich, gegenkloppen mit dem Kopf. Jetzt haben wir die Kokosnuss geöffnet. Und jetzt ist sie in Hälfte. Und jetzt können wir es, glaube ich, essen, oder? Ja. Wieder nix hier. Oh Gott, wo bin ich denn hier jetzt? Oh nein. Ach komm. Ist auf jeden Fall der schlechteste Start bisher. Die letzten Male sind wir nicht so oft gestorben. Da vorne sind ganz viele Saurier. Ich werde jetzt einfach hinrennen. Ich glaube, das ist ein Tenonto. Sieht zumindest von der Form so aus. Ich kann es aber nicht richtig erkennen. Oh, wir haben eine Pflanzenfresserherde gefunden. Ob die uns adoptieren? Gott sei Dank. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall bei denen. Das könnte halt unsere Rettung sein, dass wir es mal schaffen. Und dann die rennen weg. Wo wollen die hin? Lasst mich nicht alleine. Ist auch ein Dryo. Ach, wie süß. Ich glaube, die sind voll im Fight-Modus, die Tenontos. So wie die unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das die beste Herde für mich ist.
Pachis. Bitte adoptiert mich. Oh. Ich habe eine Herde gefunden. Oh, das ist ja ein Traum. Oh, wie schön. Vielleicht haben die mich auch einfach dorthin geführt, die Tenontos. Oh, Gott sei Dank. Meine neue Familie. Bin nicht mehr alleine. Sind voll viele. 1, 2, 3. Kann ich zählen? 4, 6 Stück sind wir, glaube ich. Mit mir 7. Oh, das ist gut. Oh, das ist richtig perfekt. Ich bin gerade so überglücklich. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so unfassbar schön. Oh mein Gott, ich wurde angegriffen. Aber ich werde verteidigt. Oh. Er hat mich gerettet. Was? Ich soll ihn töten? Ich soll irgendwas töten? Oha, die wollen mich trainieren. Oha, der Galli greift an. Oh Gott, was ist jetzt denn los? Oh, die haben ihn weggeboxt. Oh mein Gott, geil. Oh yeah. Mit die besten Eltern der Welt. Yay. Ich habe meinen ersten Dino erlegt. Oh, oh. Das ist ein Teno. Ja. Jetzt habe ich ja voll die Akku-Familie. Guckt euch das an. Was ist denn jetzt los? Warum ist meine Familie so wütend? Oh mein Gott. Warum greifen die denn die Tenos an? Der hat doch gar nichts gemacht. Oh, der Arme wird richtig weggekloppt. Tut mir ein bisschen leid. Der ist im Busch. Oh, man hört immer nur die Knochen brechen. Oh Gott. Diese Geräuschkulisse ist so unfassbar mies. Da liegt auch überall Blut.
Die haben gerade noch geschrieben, stopp, das sind unsere Freunde. Oh mein Gott. Er lebt einfach noch. Oh, wie schön, Gott sei Dank. Aber da kommen Raptoren, das gefällt mir gar nicht. Es geht hier von einem Struggle in den nächsten. Ich weiß nicht, ob unsere Überlebenschancen so stark gestiegen sind mit denen. Weil die sind ja wirklich aggressiv unterwegs. Oh, der ist abgestürzt. Und meine Mates. Oh, die drehen schon wieder durch. Die stürzen sich auch auf alles. Raptor oder irgendwas? Troodon! Oh mein Gott. Ich werde hier wieder angegriffen. Oh, die Todesstelle. Jedes Mal komme ich hier vorbei. Eieiei. Auch. Wird gleich bestimmt gesnackt. Oh, guck mal, die Pteranodons hängen da an dem Baum. Oha, stimmt, das geht ja auch. Das habe ich nie gemacht, ne? Können wir die runterschlagen? Ich glaube nicht. Das ist ja witzig. Vielleicht fällt ihnen so eine Kokosnuss auf den Kopf. Oha, was geht denn hier ab? Hier ist die Mega-Party, oder was? Tenos, Gallis, Stegos, oha. Okay, krass. Ich glaube, die greifen die Pteranodons an, nicht uns, oder? Oder vertreiben die uns gerade? Doch, die vertreiben uns. Oh, die wollen uns nicht. Das ist ein Chaos. Ist einfach überall alles. Oh Gott. Den weggekloppt. Der ist ja nur gegen mich geflogen, glaube ich, oder? Kurzen Prozess. Mein Beschützer. Oh Gott. Gott, da war so ein Croc. Was ist denn jetzt mein... Da ist er. Bleib am besten bei ihm. Aber ich bräuchte halt auch meine Diäten. Ich weiß nicht, ob die anderen da hinten gerade fressen. Es ist halt super chaotisch. Ich blicke halt gerade echt nicht, wer zu wem gehört, wer friedlich ist. Oh Gott, jetzt geht das Chaos wieder los, glaube ich. Jetzt werden wir aber angegriffen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber... Ach Gott, ey. Ist auch ein Croc im Wasser, also wir müssen richtig aufpassen.
Der mich splitten von meiner Gruppe? Da fasst du aus, ne? Echt nicht, was da abgeht, aber die kämpfen. Ich will damit nichts zu tun haben, eigentlich. Ey, meine Familie bringt nur Unheil. Wie ist das dir? Was ist denn jetzt hier los? Die kämpfen halt wirklich. Ich will mich da noch nicht einmischen, ich will noch wachsen. Bin ich bereit zu kämpfen. Stego kommt auch dazu. Also ich fighte auf jeden Fall erst mit, wenn ich ganz groß bin. Gut, von der anderen Seite kommen auch noch welche. Ich versuche immer hinter denen zu sein, dass ich nicht eingekreist werde. Ich bin gerade echt nur Beobachter. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Okay, da kloppe ich mit. Wenn der sowas macht, da bestrafe ich ihn für. Der Tenno kommt hier auch hoch. Oh, Krokodil kommt auch. Oh nee. Als ob er da jetzt trinken geht. Wird doch safe weggesnackt, wenn ich da jetzt trinken gehe. Ich weiß nicht. Kann ich jetzt nicht, ne. Viel zu gefährlich. Man geht halt wirklich trinken. Wir ziehen durch. Mit unserem Mate. Hoffen wir mal, dass keine Crocs jetzt hier sind. Der ist schon voll vernarbt und blutig, unser Mate. Hier steps. Ja, da kommt das Croc. Okay, das war aber gutes Timing. Oha, wir machen Franti und er greift an, oder was? Mach ich jetzt mit? Ich geh doch safe drauf. Ich will halt groß werden, Mann. Warum müssen die denn fighten, bevor ich groß bin? 91%. Oh, die greifen den Stego an. Oh nein! Er ist gestorben! Oh nein. Das war mein Lieblingsmate. Ach komm, ey. Das gibt es doch nicht.
will er denn jetzt von mir? Hau ab! Ich hab dir nichts getan! Mach doch gar nichts. Ich sag euch jetzt eine Sache, ich werde mich jetzt von der Familie hier trennen. Die kloppen sich mir hier zu viel. Ich werde jetzt meine Diät auffüllen und dann mir eine neue Familie suchen oder so. Weiß ich nicht. Das ist hier so ein endlos Gefeite, bis wir alle sterben. Ich werde jetzt mal da vorne hinrennen. Ich glaube, da waren nämlich die Diäten beim letzten Mal. Ich fülle dich dann wieder auf, damit wir die 100% erreichen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch neue Mates finden. Die Sonne geht wieder unter. Und wir sind jetzt ganz allein wieder. Aber ich denke, es ist die beste Entscheidung, um zu überleben. Weil die sind so unfassbar aggressiv. Und der einzige Mate, zu dem ich mich ein bisschen hingezogen gefühlt habe, der ist gestorben. Oh, wir sind nicht allein. Da kommen sie. Okay, die kommen alle. Was ist jetzt denn los? Okay. Soll ich ihnen noch eine Chance geben? Haben sie jetzt endlich eingesehen, dass es keinen Sinn hat, da weiterzukämpfen? Ach, dann bleiben wir doch noch hier. Was soll's. 98,9%. Nicht mehr lange. Aber ich habe keine Diäten mehr. Ich habe jetzt hier sogar... ja, irgendwas... irgend so ein Debuff oder so. Ich brauche echt meine Diäten. Ich weiß halt nicht, wo es das Zeug gibt. Oh! Oh, da ist er wieder! Hi! Oh, wie schön! Ah, oh, ist wieder da! Jetzt haben wir umgekehrte Rollen! Oh, ist das schön! Und ich habe 100% erreicht. Bin bereit zu fighten. Warum greift ihr uns denn alle an hier? Aber wo kriege ich denn jetzt meine Diäten her? Dandy goes sleep? Ja, was meinen die? Hä, ja, was haben die? Soll ich abhauen? Was zum... sind die gerade wütend auf mich? Okay, ich will nicht mehr. Die Bäume hier dürften das sein. Sind auch super hungrig, das passt gerade perfekt. Erstmal wieder voll futtern, zumindest zwei Diäten. Ich hoffe, dann gehen diese ganzen Debuffs auch weg. Und noch eine Kokosnuss. Aua. Oh, die können wir direkt essen sogar. Entspannt. Die sind uns voll auf den Kopf gefallen. Ich trinke jetzt hier nochmal was. Oh Gott. Raptoren greifen an. Ich muss hier aus dem Wald raus. Oh Gott. Da war ich ja doch sicherer dran mit den anderen. Aber es war nur so ein Hinterrücksangriff. Die hatten dann doch ziemlich viel Angst vor mir. Da sind sie. Oh Gott.
Oh Gott, ey, ich habe keine Kampferfahrung. Ich verblute halt. Oh nee, ey. Oh, sie kommen. Ich verblute. Ach, oh Mann, ey, ich weiß nicht, wie man gegen Raptoren kämpfen soll. Wie gemein. Das war's jetzt aber auch mit der heutigen Folge. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, gerade wie ich mich in so einem Angriffsfall verhalten soll gegen Raptoren. Ich war gerade auch ein bisschen überfordert und in Panik und habe auch viele Fehler gemacht, weil ich halt so überfordert war. Und was mir auch noch ganz wichtig wäre, ist, wenn ihr das Video liken könntet, wenn es euch gefällt. Das würde mich super unterstützen. Und eine allerletzte Sache habe ich auch noch. Ich blende mal eben eine Liste von allen spielbaren Dinosauriern von The Isle Evrima ein. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Kreatur ihr davon als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch aber jetzt natürlich auch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.